Ja, wir haben die Renovierung gestartet, weil wir Risse im Innern der Kirche festgestellt haben, die auch schon länger bestehen. Und es war jetzt die Bestrebung, die Dachlast vom Kirchengebäude zu nehmen, um das Auseinanderstreben der Wände zu verhindern. Deshalb haben wir schon das Kirchenschiff, das Dach saniert. Was wir aber vorher nicht wussten, war, inwieweit der Turm beeinträchtigt ist durch Wassereinfall, was auch immer. Und das hat sich jetzt erst im Rahmen der Bauarbeiten rausgestellt, als dann die Deckung abgenommen werden konnte. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir die Kirchturmspitze abnehmen. Die wird hier bei den Nachbarn, bei den Katholiken auf den Vorplatz gestellt, dankenswerterweise. Und dann können wir oben auf dem Kirchturm, auf dem gemauerten Kirchturm, die Ringanker sanieren, denn die waren hauptsächlich morsch und die tragen ja die Kirchturmspitze. Und das ist einfach günstiger und schneller, wenn wir es so machen. Ist auch spektakulärer, das sieht man hier, haben sich einige Schaulustige eingefunden. Wir nehmen alle da Anteil dran an dieser Aktion und das wird so sich vermutlich ins neue Jahr hineinziehen. Zum Weihnachtsgottesdienst sind wir auch hier bei den Nachbarn zu Gast, dankenswerterweise. Das Ganze war ursprünglich veranschlagt auf eine knappe 500.000 Euro. Wir bekommen einen Großteil der Summe von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Das sind 80%. Und so etwa 20% müssen wir als Kirchengemeinde stemmen. Das ist nicht so ohne. Wir sind eine sehr kleine Kirchengemeinde von 280 Mitgliedern in etwa. Da haben die Rücklagen nicht so gereicht und deshalb, wie gesagt, unsere Spendenkampagne. Aber die Resonanz war ganz toll.